Geliebt, gestritten, geweint. Hier ist für Sie Bella Vista. Wir haben geliebt, gestritten, geweint und nicht einen Tag bereut. Wir haben gehasst, gelitten, gelacht. Nicht im Traum hätt ich gedacht, dass es mal mit uns vorbei ist. Irgendwie und irgendwann. Gib uns eine Chance, wir fangen ganz neu an. Nicht zu knapp, ziehst die Kopfschmerzen immer ab. Das ist lächerlich. Nein, das glaub ich nicht. Oh verdammt, ich liebe dich. Wir haben geliebt, gestritten, geweint und nicht einen Tag bereut. Wir haben gehasst, gelitten, gelacht. Nicht im Traum hätt ich gedacht, dass es mal mit uns vorbei ist, irgendwie und irgendwann. Gib uns eine Chance, wir fangen ganz neu an. Versteh, warum tust du dir selber weh? Meine Eifersucht habe ich oft verflucht. Oh verdammt, ich liebe dich. Wir haben geliebt, gestritten, geweint und nicht einen Tag bereut. Wir haben gehasst, gelitten, gelacht. Nicht im Traum hätt ich gedacht, dass es mal mit uns vorbei ist, irgendwie und irgendwann. Gib uns eine Chance, wir fangen ganz neu an. Wir haben geliebt, gestritten, geweint und nicht einen Tag bereut. Wir haben gehasst, gelitten, gelacht. Nicht im Traum hätt ich gedacht, dass es mal mit uns vorbei ist, irgendwie und irgendwann. Gib uns eine Chance, wir fangen ganz neu an. Wir haben geliebt, gestritten, geweint und nicht einen Tag bereut. Wir haben gehasst, gelitten, gelacht. Nicht im Traum hätt ich gedacht, dass es mal mit uns vorbei ist, irgendwie und irgendwann. Gib uns eine Chance, wir fangen ganz neu an. Bella Vista, meine Damen und Herren. Hallo. Hallo. Euer Applaus, Petra. Dankeschön. Wie heißt es? Ist Petra, wenn man eure Hits durchcheckt, denkt man tatsächlich wie im richtigen Leben, ne? Eure erste Single, Die Stunde der Wahrheit, war direkt ein Hit. Da kann man sehen, als man anfing mit der Ehe, da ging nur alles gut. Ne? Dann, und jetzt, wo man so 10 Jahre zusammen ist, hör mal, dann gestern hat man geliebt, gestritten, geweint. Ja. Auch, ne, totaler Erfolg, jetzt geliebt, gestritten, geweint. Ein Titel, der sofort einschlägt, egal wo man ihn hört. Habt ihr eigentlich damit gerechnet, dass so diese Richtung so abgeht bei euch? Ach, gerechnet nicht. Haben wir mit gerechnet, Schatz? Ja, ich fand es eigentlich... Es war ja damals so, dass es sehr gewagt war. Ja. Irgendwo Bella Vista oder beziehungsweise damals noch Duo Bella Vista kannte man aus dem Musikantenstadel, aus von Karl Moik und, und.
Dann sind wir aber, wir sind Live-Künstler, Petra und ich, wir stehen jedes Wochenende auf der Bühne, sind jetzt auf Tournee und haben gedacht, das Publikum möchte eigentlich doch etwas anderes. Und da haben wir mit der Plattenfirma gesprochen und die haben gesagt, okay, wir wagen den Versuch, zumindest für die Diskotheken das Ganze anzugehen. Mhm. Dass das Ganze dann so im Radio auch nachher eingeschlangert. Damit haben wir auch nicht gerechnet. Also neues Outfit, neue Richtung, habt ihr Umstellungsprobleme? Also ich überhaupt nicht. Du? Petra? Nö, eigentlich nicht. Du bist jetzt die, auch auf der Bühne, die du auch privat bist. Das ist immer mit einem Mikrofon so schwierig, ne? Nee, ich war eigentlich immer auf der Bühne die, die ich auch privat bin, weil ich kann mich nicht verstellen. Mhm. Ich kann nicht meinem Publikum etwas vorspielen, wenn ich nicht so bin. Also ich war immer so, und das, ich meine, bin ich immer ganz gut mitgefahren, die Leute glauben es mir auch und es ist auch wirklich so. Das wird auch weiterhin so gehen. Was macht Bella Vista in den nächsten Wochen? Bella Vista steht im Studio, wir nehmen eine neue LP auf, ein neues Album. Wir sind jetzt auf Promotion-Tour, unsere neue Single-CD ist seit Montag heraus. Ihr seid übrigens weltexklusiv, wo wir sie heute singen werden. Wow, schon wieder so ein einer. Super gut, toll. Haben Sie verdient. Und dafür muss man natürlich auch sehr viel tun. Also das ist doch schon so auch, gerade nach so einem Titel wie geliebt, gestritten, geweint, sind die Erwartungen natürlich dementsprechend hoch. Aber ich hoffe... Ich hoffe. Läuft gut. Thomas, ich habe das Ding gehört, ich glaube, Mittwoch lief es im WDR 4, mittags. Ja, die irgendwie. Waren ja... Ich habe sie wirklich jetzt vorgestern oder wann auch zum ersten Mal gehört. Ja, und, klar, das muss ja. Der WDR war wieder viel zu schnell. Ist nun mal unser Haussender und eigentlich ist erst seit ab kommendem Montag soll sie offiziell laufen. Aber wir haben ja nichts dagegen. Und Sie, liebe Zuschauer, Sie erfahren jetzt wirklich brandheiß und ganz aktuell, was Bella Vista als neues Produkt auf dem Markt hat. Positives, denke ich, zu berichten gibt es in der kurzen Zeit jetzt aber auch schon einiges. Ja, natürlich. Wir haben, es ist eigentlich der neue Titel Warum, so viel können wir schon verraten, ist der Teil 2 von Geliebt, gestritten, geweint. Und wir haben Montag erfahren, dass er schon... an die 100.000 Mal verkoppelt ist, das heißt also bei Ariola, Bernd Stark, auf dem neuen Kochsampler, so viel Werbung muss heute sein. Ja. Und das heißt also, es ist schon, eigentlich der Erfolg vom letzten Mal schon übertroffen. Läuft super gut. Schön. Wir freuen uns jetzt auf den zweiten Titel von euch. Noch einmal Bella Vista und Warum? Nacht. Ich dachte, es sei für immer. Jetzt hast du Schluss gemacht. Gar nichts war dir recht. Und alles war ja so schlecht. Irgendwie und irgendwann fängt doch alles wieder an. Steh auf und du kannst gehen. Der Himmel stürzt nicht ein. Warum läuft denn nichts normal? Hey, bitte nur ein einziges Mal. Komm jetzt nicht mit, lass uns Freunde bleiben. Spinnst du jetzt total? Sag Bescheid und denk an jede Kleinigkeit. Schlusspunkt, Ende, aus, vorbei. Da bin ich lieber frei.